Es ist Zeichen. Tyra ist Opfer. Ne, ja. Ah ja. Es waren nur Geschichten. Mein Onkel hat gesehen, was er wollte. Deckard hat viel geopfert, um diese Welt zu schützen. Sein Werk ist nicht vollendet. Was wisst ihr schon von Aufopferung? Tyrael! Das uralte Gesetz der Himmel untersagt uns strikt, uns in die sterbliche Welt einzumischen. Und doch habt ihr es getan. Schamlos! Mein einziger Wunsch, Imperius, ist Gerechtigkeit. Während ihr euch feige hinter eurem Thron versteckt. Schweigt! Ihr werdet nun für eure Vergehen büßen. Ihr könnt mich nicht richten. Ich bin die Gerechtigkeit selbst. Wir sind zu Höherem bestimmt, dazu die Unschuldigen zu schützen. Aber wenn unsere Gesetze euch alle zur Untätigkeit verdammen, werde ich nicht mehr euer Bruder sein. Ihr wolltet... Ach, ist die Vögel plötzlich schon gefertigt? Sakrileg! Ich habe sie nie geglaubt. All deine Geschichten, all die Arbeit, nie vollendet. Ich werde sie vollenden. Ich führe sie für dich fort. So, jetzt joine ich euch wieder. Sie können es aber lang machen, hat gerade erst aufgehört. Weil ich hab's ja erst wieder angeguckt. Ja, meine war auf 6 Minuten. Nicht? Oh. Hey, verehrter Herr! Ich glaube, das ist ein Bug im Multiplayer, dass man ab und zu diese Sequenzen sieht oder nicht. Ach, ja. Hast du auch da hier Plan Höllenfeuer Amulett 5 Millionen? Ja. Warum? Ich will so ein Höllenfeuer Amulett. Da muss man aber irgendwie Diablo besiegen, oder mal? Keine Ahnung. Weiß gar nicht, kann man das eigentlich auch einstellen, dass man im Multiplayer die Videosequenzen sehen kann? Wollen wir? Alle Videosequenzen überspringen aus. Tutorials anzeigen, Inventar heranzoomen. Tooltips.
Ja, dann gehen wir mal weiter. Wache! Woher kommen diese Flüchtlinge? Ich bin keine Wache. Ich bin Ashara, Kommandantin der Eisenwölfe. Wir haben diese Flüchtlinge vor Magdas dunklem Zirkel gerettet, der in diesem Augenblick Chaos und Verwüstung in den Grenzgebieten anrichtet. Wie der Zufall will, jage ich Magda. Wo kann ich sie finden? Sie ist auf dem Weg nach Alkanus. Aber sie hat die Straße hinter sich blockiert. Es gibt allerdings noch einen anderen Weg. Durch den Außenposten von Kasim. Foxy, kommst du? Ja, ich. Wenn eine Zwischensequenz bei Foxy kommt, dann wissen wir, dass die nur beim Host kommen. Wobei bis jetzt war bloß eine einzigste bei da kam, also. Vielleicht mache ich mal irgendwann so einen extra Part, in dem nochmal alle Zwischensequenzen abgespielt werden. Huch, ich wurde auf Steam angeschrieben. Cool. Ja, ich komme nicht auf den Desktop doch. Komm bei dir eine Zwischensequenz, Foxy. Ja, hallo. Cool. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ich bin in Caldeum. Nö, da kommt keine Zwischensequenz. Echt? Cool. Habt ihr schon gehört? Mann, hier sind Kinder. Ey, lass die Kinder im Hof. Sie stecken hier fest, genau. Ich warte, renn doch nicht vor. Also gibt es doch noch Gerechtigkeit auf der Welt. Tyrael und ich haben herausgefunden, dass der Kaiser die Eisenwölfe, während sie in der Wüste gegen Magda kämpften, mit kaiserlichen Wachen ersetzt hat. Und diese hindern jeden am Betreten der Innenstadt. Ich vermute, dass die Eisenwölfe ausgesandt wurden, um zu sterben. Belial hat seinen Schachzug gemacht. Wir müssen einen Weg... Als Kind habe ich Caldeum erkundet, während Onkel Deckard hier forschte. Aha, komm. Ich kann durch die Gut, der für was ihr könnt, während ich Magda nachjage. Seid vorsichtig. Da gibt es wieder Fernbesuch für dich. Ja, wo? Links, beim anderen Händler. Nicht den hier, den anderen. Das eine Müll ist, das andere ein Schatz. Der hier draußen ist. Rennen, schnell rennen. Warum sind in Caldeum steht Farbe für Wohlstand? Und ihr wollt doch nicht wie ein Paar aussehen, oder? Foxy, Samurai-Krieger. Wie der will, dass ich hier Färbemittel kaufe. Der dicke Typ da. Nur Geduld. Oha, der teleportiert. Die Kultisten haben mich bisher nicht töten können und werden es auch jetzt nicht schaffen. Aber ich danke euch für die Wache. Jetzt muss man gut für mich kommen. Die Untermenschen, wie sie manchmal genannt werden, bewohnen die Wüsten östlich von Caldeum seit tausenden von Jahren. Die größeren Männchen sind die Anführer und Beschützer der Stämme. Während die schnellen Weibchen hervorragende Jägerinnen sind. Meist sind sie primitiv und zurückgezogen. Sie greifen jedoch an, wenn sie in die Enge gedrängt werden oder hungrig sind. Seid vorsichtig. Sie sind ganz nah. Hier ist niemand. Der Weg ist versperrt. Ihr hättet nie herkommen sollen. Die Dämonen werden eure Knochen verschlingen. Wie konntet ihr von dem Hinterhalt wissen? Ich bin eine Verzauberin. Die Wege der Magie und Illusion sind mir wohl bekannt. Ich heiße Irene. Ich bin dankbar für eure Hilfe. Was hat euch wirklich in diese Lande geführt? Nun, ich bin auch auf der Suche nach jemandem. Aber wartet, ich mache euch den Weg frei. Wow! Cool. Wow. Hauptmann, hinter euch! Schützt das Volk! Eisenwölfe! Wo? Warngarn! Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten die Lakuni heute gut gegessen. Gibt es auf der Straße nach Alkarnus noch mehr Lakuni?
Noch schlimmer. Kultisten wirken in zwei ihrer Wüstenverstecke Zauber, um die Brücke über die schwarze Schlucht zu verhüllen. Lasst uns nach Norden gehen, zum heulenden Plateau. Die Magie der Kultisten scheint von dort auszugehen. Zum heulenden Plateau? Heulen die da immer oder was? Ah, da sind halt der Wolf oder so. So, ja. Da gibt's immer so heulende Wölfe, cool. Mann, ui! Jetzt werde ich mich beweisen. Hier ist noch eine Illusion. Die Kultisten haben versucht, ihre Spuren zu verwischen, aber ihre Zauber sind schwach und es ist leicht, ihnen entgegenzuwirken. Wenn wir diesen Spuren folgen, können wir ihre Verstecke finden und die Rituale stoppen. Ich werde alle weiteren Spuren ihrer Magie finden. Geheime Altar, ey. Der geheime Altar. Noch nicht. Was? Alter, ihr. Das sollte die Illusion. Nee, Alter, ihr schon tot. Mit einigem Ich hatte alle Hoffnung. Akkarat segne euch. Die Herrscher. Die Herrschau soll beginnen. Seht nur, noch mehr versteckte Fußspuren. Das ist auch noch was. Chirocco-Höhle. Mein Gott, wir werden gleich Onyx treffen. Onyx? Onyx von Rocco. Oha. Oha. Ja, oha. Ich weiß ja nicht, was ein Rocco ist. Ich denke mal, es ist so ein Rocker. Nö. Man merkt, dass du kein Pokémon geguckt hast damals. Pokémon ist scheiße. Vor allem die Serie. Das ist der größte Dreck, den ich je gesehen habe. Na, dieser Hater. Das ist der Hater. Hater's gonna hate. Hater's gonna hate. Oh, ich weiß jetzt auch, wer der Anführer der Illuminaten ist. Ach, hast du sie angeguckt? Ja, der Anführer der Illuminaten ist in Wirklichkeit eine Katze. Und diese Katze lebt einfach mal auf einer Insel bei Afrika und um von sich selbst abzulenken, wurde einfach mal Ebola verbreiten lassen, damit niemand in die Nähe des Illuminatenverstecks kommt. Und die Macht seiner selbst. Katzen sind halt mächtig. Jeder hatte einen Eid abgelegt, als Kreuzritter zu leben und so zu sterben. Also der Kopf ist ein Katzenkopf, aber der Rest ist Hitler. Mit ihren Knappen ins Sumpfland im Osten auf. Man hat nie wieder von ihnen gehört. Bis heute. Ich bin der letzte wahre Kreuzritter. Immer diese Harter. Noch nicht bereit. Foxy, aber wir sind auch voll die Harter. Stimmt doch gar nicht. Wir sagen nur die Wahrheit über Menschen wie Snoopy. Ja, stimmt. Ja gut, andere Leute würden sagen, wir sind voll die Harter. Noch nicht. Aber andere Leute haben auch Unrecht. Ja, andere Leute sind scheiße. Ja. Fox, wo bist du eigentlich? Er ist scheiße. Er ist scheiße, weil er einfach so weit weg ist. Und dann ist Foxy gleich Level 33. Mach normal mit einem Angriff 7000 Schaden. Obwohl mein Grundschaden bei 3000 irgendwas liegt. Cool. Ja, du hast halt nur Grundschaden. Die Fähigkeit macht ja nur noch Schaden. Ja, da
Dann war doch überall, oder? Ja, es müsste die Höhle gewesen sein. Aber hier ist ja eben eins. Muss noch weitergehen. Moment, da war ja noch Loot. So. Oha, Foxy hat den geilen Weg gefunden. Foxy ist halt geil, weil er den Geheimweg findet. Er hat diesen Durchblick, er sieht so Geheimgänge. Oha, er hat eine Truhe gefunden. Aufsammeln, aufsammeln. Noch nicht. So wie Dark Souls da. Er läuft um seine Wände entlang und findet dann sogleich diese Geheimwege. Genau. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ja, aber was kannst du denn nicht? Oder was kannst du überhaupt, mein Charakter? Ein würdiges Opfer. Boah, ein würdiges Opfer? Wem willst du das opfern? Dem heiligen Spaghetti-Monster oder was? Sonst gibt's hier nichts mehr. Okay, cool. Nur Spreu im Winde. Es scheint, dass die Gefallenen in der Tat Kreaturen dämonischer Abstammung sind. Die alte Erzählung der Hora drin behauptet, sie waren einst mächtige Diener des mythischen Asmodan. Sie halfen ihm angeblich in seinem Kampf gegen die großen Übel. Und Diablo bestrafte sie später, indem er sie in die kleine jämmerliche Form verwandelte, die sie jetzt haben. Immer noch nicht genug? Das hat sie immerhin einfach den Kopf runtergeschmissen. Was lacht da so behindert? Oh Gott. Gehen wir in Fuats Keller. Das ist bestimmt Party hart, wenn er schon so schwul lacht. Wow, ich muss sagen, der ist so stark, ey. Vier. Wir waren nach 3 Tagen ohne Essen wahnsinnig vor Hunger. Aber das ist keine Rechtfertigung für das, was wir getan haben. Tag 7. Ich kann nicht mit dem leben, was aus mir geworden ist. Tag 10. Ich bin hungrig, aber auch geduldig. Jemand wird nach mir suchen. Und dann werde ich wieder essen. Essen, 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 essen. Wie der Zillot in Fallout. Ist auch voll der Kannibale. Ey, du weißt mich an Mutantenlarve. Der Dünenhai ist ein schwer fassbares Wesen, das zu Seht nur, noch mehr versteckte Fußspuren. Cool, wie einmal mit Zillot diese Fußspuren so entgegenspringen. Oh, das ist eine Waffenkiste. Kampfstab. Warum folgt die Olle eigentlich mir? Wieso hast du deinen Doppellaserstrahl nicht mehr? Seht nur, weil ich jetzt den Todesstrahl mache. Ach so, okay, cool. Wie wär's, wenn wir jetzt so nach da hinten gehen, zu diesem Einkeller? Warum? Hier sind die Fußspuren. Echt cool, aber hier sind Gegner und da ist ein Schatzgoblin. Oh.